Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Der Raum der Wünsche. Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Waren Sie noch mal? Bei Ruinen? Ist das nicht die Stimme von Carla Kolumna? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Irre ich mich oder hat sie eine Katze, eine andere Stimme? Ich weiß nicht, ob anders. Dieses Kratzige ist mal mehr und mal weniger. Ist es die Stimme von Carla Kolumna? Es ist schon ewig her. Ewig. Bestimmt über 20 Jahre, dass ich Carla Kolumna gehört habe. Aber ich glaube, ich vermute, dass mehr hinter der Reise steckt, als sie mir gesagt haben. Ist das nicht so? Nein. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Spoiler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Ja. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Nee, kann sie nicht sein. Die Stimme Gisella Frittisch ist seit 2013 tot. Dann klingt sie nur so ähnlich. Was ja auch erstmal witzig ist. Es gibt wirklich einen Ollivander hier. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja. Sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Also, wie viel Zauberstäbe braucht man denn als Zauberer in seinem Leben? Wenn du ihn nicht kaputt machst, einen. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei Jay Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Okay. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Und genau da ist jetzt die Entscheidung, die man im Spiel treffen darf. Möchte man lieber mit dem Mädel weggehen oder mit dem Jungen? Ne? Aber... Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Onai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Okay. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Ist das eine Romance-festgefahrene Schiene? Keine Ahnung, glaube ich nicht. Glaube ich tatsächlich nicht. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo.
Alrighty. Einer der Zauber, die ich am praktischsten sehe. Revelio. Da kann man nochmal schreiben. Teilweise Verwandlung. Schön. Schön. Könnte mich nicht entscheiden. Shallow mit dem Duell klingt mega cool, aber Nettie ist einfach die Nettere. Aber zu schüchtern. Naja, das hat ja nichts mit der Mission zu tun. Die Mission von Nettie und von Shallow, die können wir ja trotzdem machen. Ich habe Angst. Die Welt lädt unter mir immer wieder weg und da. Ah, da sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert alles wirklich klar, Daniel alles. Jackson. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Hm, klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als Nettie, man es sich Nette. Vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Gut, ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Ja. Sammel das fliegende Blatt in der Nähe, deshalb auch eine Statue ein. Sammel das fliegende Blatt im Turm der Verteidigung dunklen Künstler. Das ist die richtige Stelle. Ist nur das fliegende Blatt? Revelio. Ich vermute mal, mit Maus und Tastatur ist es ein bisschen einfacher, ne? Geschafft. Zicke, zacke, zicke, zack. Hoi, hoi, hoi. Da. Revioso. By the way, warum sind alle stellvertretenden Schulleiter immer Verwandlungszauberkunstlehrer? Und dann sind es auch noch die Direktoren. Mathilda Weasley ist Verwandlungslehrerin, aber Dumbledore war das auch, bevor er Vizeschulleiter war und dann Schulleiter und dann Minerva. Der einzige, der keiner war, das war Snape, als er Hogwarts-Chef war. Ich glaube oder würde vermuten, dass Verwandlung auch eines der komplizierteren Fächer ist. Aber keine Ahnung. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ja, gesehen habe ich das schon ein paar Mal. Hallo? Und was machst du in deiner Freizeit? Blätter fangen. Ich erstmal Pfeil und Bogen. Zelda-Manier. Auch kurz nachher für Blätter mit Accio fangen. Bringt auf jeden Fall die Verwendung von Accio bei, ne? Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann. Zauberstab bereit. Ja, Sir.
Bringt man das nicht Accio aus? Ihr Zauberstab ist ein Fokus für ihre Magie. Für mich ist das Accio. Aber wir können auch den holländischen Aussprache mal raussuchen. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Gegenstände. Ja. Also, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit Reparo. Dem Stab in der Nische. Was? Angeblich stellt sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Rebellion. Oh je. Ist aber jetzt wirklich keine fröhliche Statue. Quack, quack. Na du? Ich hatte immer Ärger. Ständig ging was im Garten kaputt. Hab ich die Tinte durch Blubber. Repar. Das war der falsche Knopf. Rebellion. Keine Ahnung. Gut, auf nach Hogsmeade. Auf nach Hogsmeade. Stufe 6. Träger. Mein Kara ist ein blonder Hufflepuff. Na, du bist ja öfter hier. Natürlich ist da keine Tür. Und die Tür ist zu. Kacke. Das war wieder der falsche Knopf. Da ist wieder eine Statue. Lumos. Professor Black war schon furchtbar, bevor er die Quidditch-Spiele abgegangen hat. Rebellion. Okay. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Geri Freki TV. Geri Freki. Gibt es eine Shortform von deinem Namen? Ansonsten nenne ich einfach nur Geri. Ich wünsche dir eine gute Nacht und verschwinde in den Lurk. Alles klar, Iris. Vielen Dank für deinen Lurk und ich wünsche dir einen wunderbaren guten Abend noch. Schloss auf Stufe 1. Boah, tritt die Tür einfach ein. Freki, Freki ist einfach. Das kriege ich hin. Willkommen in der wunderbaren Welt von wir machen einfach die ganze Zeit Nebenmissionen. Weil ich habe jetzt 2 Schulklassen besucht, das reicht doch erstmal für die nächsten 2 Monate, oder? Guck mal, das sind die Kröten. Die Orchesterkröten. Froschchor. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Frösche, die den Froschchor von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Irgendwann drücke ich nicht mehr die Taste. Man kann sich hier einfach die ganze Zeit sowas von verlaufen, indem man einfach nur andere Dinge tut. Ich liebe ein Haar. Warum drücke ich denn jetzt die ganze Zeit Select? Aus welchem Spiel ist das?
Okay, ich muss die vielleicht wohin setzen. Da fehlt sie. Okay. Mitkommen? Oder muss die dahin? Oh, man kann sich alles angucken. Was ist denn da bitte drinne? Hä? Gar nix? Gar nichts offensichtlich. Rebellion. Und das kann man sich alles anschauen. Oh man. I just love it. Das Jobberknoll-Statue. Ja, ich bin gleich wieder da. Da ist ein Frosch, da können wir was machen. Aber wir gehen erstmal gucken. Vielleicht fehlt mir noch was für die Glocke. Repar. Glocke ist jetzt da unten. Aber mit, bis nach ganz oben. Aber wirklich den Wingardium Leviosa, das haben wir nicht. Wir haben Levioso, aber damit kann ich ihn nur kurz nach oben dashen. Oh, da ist Nummer 2. Genau auf den Ton hören und die richtige Zuordnung zu den anderen. Mhm, macht Sinn. Nein, 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 nein! Bleibst du hier?
Effektiv gibt es ja aber auch nur zwei Positionen, ne? Also. Aber wie kriege ich die da fest? Oder muss ich einfach nur... Nee, das passt nicht. Aber muss ich die da wieder befestigen? Das ist die Frage, weil Reparo scheint nur bedingt zu funktionieren. Das könnte sein. Nee. Wird ja dunkel. Und das? Nee. Oh no, ein Tonspiel. Oder du musst näher ran. Ja, aber dann ist die Frage, ob ich noch einen Zauber kriege. Kann ich noch nachgucken. Aufträge, euren Posteinstellungen. Nein. Zutaten, Besen, Tierwesen, Revelio-Seiten. Zauberstabgriffe. Es gab doch eine Taste, die habe ich doch gedrückt gehabt. Das war's. Gegner ein. Transformation. Depulso. Descendo. Flipendo. Das sind alles Angriffszauber. Desillusionieren, Lumos, Reparo. Ja, okay. Wir kommen wieder. Wenn wir Wingardium Leviosa lernen, dann kommen wir wieder, weil dann hat man wirklich die Kontrolle über diese Glocke. So kann ich die nur kurz hochfliegen lassen. Frosch. Frosch, Frosch, Frosch. Quack. Ach so. Warum nicht? Warum nicht? Muss ja nicht weit weg sein. Ne? Trankmeister Werkzeugregal. Für unseren späteren Hub. Gerne, gerne. Flechtwerk Blau. Also wenn man wirklich seinen eigenen Zauberstab komplett modifizieren kann, richtig geil. Kannst du? Sehr geil.
Also ich gehe davon aus, du hast es selber, entweder hast du heute schon selber gespielt oder gestern schon. Oder schon einiges davon gesehen. Wie ist denn so deine allgemeine Meinung zum Spiel bis jetzt, Ricky? I'll be back. Wenn ich mich noch daran erinnern kann, dass da was war. Nein, warte auf den Verkaufsstart. Ah, du wartest auf den CP. Okay. Das, und du guckst dir dann trotzdem schon was dazu an? Also so meiner Spoiler sind anscheinend für dich Lumos kein Problem. Hier, die Sphinx. Ich geh weiter unten. Hallo? Rebellion. Lumos. Es ist ziemlich dunkel hier unten. Rebellion. Ich will nur mal so anmerken. Leviosa. Okay, der hält seine Hand einfach nur so raus. Hm. Heidiho. Statue des schlafenden Drachen. Das Motto von Hogwarts, Draco dormiens nunquam titillandus, bedeutet, kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Hm? Zum Glück ist dieser schlafende Drache aus Stein und wird nie erwachen. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Nur weil er aussieht wie Stein, heißt das nicht, dass ihn keiner zum Leben erwecken kann. Hier ist auf jeden Fall einiges verschlossen. Ich will das nicht in alle Ewigkeit tun. Bleib mir vom Leib. Wir haben Smaug in Hogwarts. Na, ich glaube, Smaug ist deutlich größer. Okay. Also sobald wir Schlösser öffnen können, ist noch mal einiges mehr an Möglichkeiten. Moin Nukula, hallöchen. Hier müssen wir auch noch mal hin. Auffälliger Paisley-Hut. Noch weiter runter. Sind wir gleich beim Gemeinschaftsraum von unseren Schlangenbrüdern. Rebellion. Hier ist auch kein Shortcut, ne? Die Spoiler sind mir egal. Es kommt ja darauf an, welches Haus du wählst und welche Entscheidung du triffst. Die beeinflussen das Spiel. Also kann man so gesehen nicht spoilern. Meine Meinung zum Spiel an sich ist, es hammer gemacht. Die Story ist vielversprechend aufgebaut. Mit den Hausquests und alles plus Story und Entscheidungen. Die Grafik ist mehr als geil geworden. Die Details sind unglaublich. Minuspunkt sind die Frame-Einbrüche bei der Beta. Es ruckelte sehr extrem. Ja, seitdem wir jetzt die Grafik was umgestellt haben bei mir, ruckelt es tatsächlich gerade gar nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall handelbar. Ja, mit dem Controller ist das hier eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Also dafür, dass das ein Konsolenspiel ist, ist das schon witzig. Dass die Steuerung so ist, wie sie ist. Psst.
Krieg ich jetzt keinen Flohpulver-Shortcut. Naja, probiert. Ich habe das leider bei mir noch nicht handeln können. Ich habe schon viel rumgeschraubt an den Einstellungen. Hast du auch schon mal das Internet befragt, Mäschen? Es gibt da ein paar Artikel zu, wo Leute die wohl doch Performance schwierigsten Optionen quasi aufführen. Kobold-Artefakt. Hörner wie dieses wurden von Kobolden während des Koboldaufstandes von 1612 verwendet. Okay. Nee, noch nicht. Dann mach das mal. Da sind eigentlich meistens bei so Problemen immer relativ gute Artikel von GameStar oder sonstigen Seiten, die das ein bisschen aufeinander friemeln. Freki, weißt du denn schon, welches Haus du wählen willst? Ehrlich gesagt, wie manche dieser Slytherins Professor Black anhimmeln, das ist schon peinlich. Privilegium. Das nervt ihn eigentlich nicht. Was? Angeblich der Ort, an dem zum ersten Mal erfolgreiche Bombarder gewirkt wurde. Wobei man über die Definition von erfolgreich streiten kann. Datum unbekannt, Anwender nicht mehr zu identifizieren. Oh. Joa, kaputt, ne? Woher sollte ich bei Hauen wissen? Hallo, suchst du nach mir? Geht doch. Raum herrscht ständig Trubel. Prevelio. Man sagt, die Glocken ihrer Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme. Die Heimer schon seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Muss ich mir morgen mal vornehmen. Mach das, guck mal. Das Open-World-Konzept, muss ich sagen, ist Bombe gemacht und bietet Abwechslung beim Kauf. Beim Kauf bei PC ruckelt es extrem nach einer Zeit. Ich gehe ins rote, goldene Haus, wo ich hingehöre. Okay. Ehrlich gesagt konnte ich dieses Jahr alles, wofür man gewinnt. Ein Gryffindor also. Privet. Was ist das denn? Ach, ein kaputter Besen. Dieser kaputte Besen gehörte Celine Watnaby oder Nabi und ist Gerüchten zufolge das Einzige, was übrig blieb, nachdem sie darauf bestand, den anderen Drittklässlern ihre experimentelle lunare Apparatierzauberkunst zu demonstrieren. Stufe 7. Was ist das? Geplättete Rüstung. Diese Rüstung gehörte Sir Scaddlethor, dem Achtlosen, der törichterweise einen Bergtroll zu einem Spiel Reise nach Jerusalem herausforderte. Auch nicht schlecht. Laut sagen. Der Erstklässler, der an den Rücken. Oh, eine Katze. Vielleicht erkennt das jetzt was. Holzkatze. Diese hölzerne Statue bildet Bangur Don ab. Den furchtlosen Mäusejäger und hingebungsvollen Lerngefährten. Okay. Alles bei, was ich über Hogwarts wissen muss. Also sie haben... überhaupt herkam. Auch, wie man Essen aus der Küche schmuggelt. Also, die Katzen sind hier wegen den Mäusen. Wandeln lassen. Dann müsste ich mich nicht mehr um Hausaufgaben kümmern. Dieser Weasley sollte besser in Verwandlung sein. Immerhin unterrichtet er... Depart! Warum müssen sich Animalien verwandeln? Immer dieses Einmischen. Durch die Open World wechseln die Angebote für Ausrüstung, sprich Hut, Umhang und so, wodurch man seltene Stärke kaufen kann, die die Offensive und die Verteidigung stärken. Also in der Open World gibt es wechselnde Angebote von Ausrüstung.